Hallo meine Lieben, ich habe wieder einen interessanten True Crime für euch. Es war ein normaler Montagmorgen für die Polizei, als plötzlich ein Briefkuvert in ihrer Behörde landete. In dem Kuvert war ein Schlüssel und ein Brief. Darin standen folgende Zeilen. Guten Tag. Hiermit lege ich, Tanja B., ein Geständnis ab, dass ich meinen Lebensgefährten Martin F. erstochen habe. Er hat irgendein Kraut gegessen und gesagt, ich wäre besessen. Ich wäre der Teufel. Dann ist er auf mich losgegangen. Ich bin vorbestraft und auf Bewährung. Mir glaubt hier eh keiner. Sabine Meyer, eine Polizistin, die seit 34 Jahren im Dienst ist, erinnert sich noch heute an diesen Nachmittag. Es war ein Fall, den sie noch nie zuvor so erlebt hatte. Das Verbrechen, das Tanja B. beging, ist erschütternd. Es ist der Sommer 2018, als sie ihren Lebensgefährten Martin F. erstach. Er war ein Busfahrer. Sie tötete ihn mit 31 Stichen. Dann schleift Tanja seine Leiche ins Badezimmer. Dort zerlegt sie seinen Körper mit einer Kettensäge in 6 Teile. Gegenüber der Polizei behauptet sie, sie habe in Notwehr gehandelt. Tanja schreibt, dass sie ihre Verletzungen fotografiert hat, dass Martin vor ihren Füßen starb und sie sich dann dazu entschied, ihn mit der Kettensäge zu zerteilen. Außerdem schreibt sie noch in dem Brief, dass sie in 2 Wochen sich selber stellen will. Vorher will sie aber noch ihre 7 Kinder, die alle nicht bei ihr leben, besuchen. Dass die Polizei Tanjas Brief so ernst nahm, lag vor allem an dem beigelegten Schlüssel. Sabine Meyer, die Polizistin, sagte, das machte uns damals sehr stutzig. Bis zuletzt gingen die Polizisten von einem Scherz aus. Auch wegen der Handschrift dachten sie, das ist vielleicht ein dummer Spaß, den sich ein paar Kinder ausgedacht hatten. Als sie mit ein paar Kollegen vor der Wohnung der jungen Frau standen, passte der Schlüssel jedoch perfekt. Meyer überkam das erste üble Gefühl. Sie sagt, ich dachte, du lieber Gott. Die Wohnung, in der Tanja B. ihren Lebensgefährten getötet hatte, lag im 3. Stock eines Mehrfamilienhauses. Ein Aufzug gibt es nicht. Die Gegend ist sehr ruhig. Steinau an der Straße zählt nur knapp 11.000 Einwohner. Die Polizistin sagt außerdem, nachdem wir die Haustür aufgeschlossen hatten, sind wir die Treppe nach oben gelaufen. Auch der Wohnungsschlüssel hat perfekt gepasst. Sie sagt, wir haben die Tür aufgemacht und direkt gesehen, wovon Tanja in dem Brief erzählte. Das ganze Bad war mit Panzertape zugeklebt. Außen, das sahen sie später, hatte sie den Personalausweis ihres Lebensgefährten befestigt. Die Polizisten betraten die Wohnung. Rechts und links lagen noch weitere Zimmer. Die Polizisten erinnern sich an Blutspuren, die auf dem Boden des Wohnzimmers zu sehen waren. Ein Blutbad, wie man es vielleicht erwartet hätte, war nicht zu erkennen. Auch der sonst so typische Leichengeruch fehlte. Lange blieben die Polizisten nicht. Sie haben die Tür wieder zugemacht und gedacht, das könnte ein langer Tag werden. Die Polizistin sagt, wenn man mit solchen Fällen zu tun hat, muss man eine gewisse Distanzhaltung entwickeln. Meyer versuchte noch, von außen Fliegen vom Badezimmerfenster auszumachen. Ungeziefer kann ein Hinweis auf verwesende Körper sein. Die Polizistin entdeckte aber nichts dergleichen. Mittags traf Franz F. Finger ein, der damals ermittlungsführende Beamte des Regionalkommissariats Gelnhausen. Der heute 61-Jährige arbeitete zu dieser Zeit im Bereich Gewaltdelikte. Er sagt, Meyer hat mich auf den aktuellen Stand gebracht. Dann gab es noch einen Arbeitskollegen des Opfers, der von einer Nachricht in einer WhatsApp-Gruppe erzählte. Die Botschaft sei von Martins Handy verschickt worden. Der Inhalt ähnelt dem Brief von Tanja. In der Wohnung angekommen, entschied Franz Effinger, die Badezimmertür zu öffnen. Zumindest ein Spalt, damit man hineinsehen konnte. Effinger und Meyer erinnern sich beide an starken Leichengeruch, der aus dem Raum strömte. Sie berichten von Plastiktüten, Kleidung, Messern und ein Handball, alles voller Blut. Über den Boden verstreut
lagen, so erzählen sie, die Überreste des Toten, eingewickelt in Müllbeutel, die Staatsanwaltschaft und Rechtsmedizin und Kriminaltechnik wurden informiert. Nach 2 Stunden waren alle vor Ort. Gleichzeitig leitete die Dienststelle in Gelnhausen die Fahndung nach Tanja in die Wege. Sie hatte behauptet, noch zu ihren Kindern fahren zu wollen. Die Handyortung brachte die Polizei jedoch auf eine andere Spur. Sowohl das Telefon des Opfers als auch das von Tanja wurden in der Nähe des Dortmunder Hauptbahnhofs ausgemacht. Die Kollegen dort haben sie dann sehr schnell aufgegriffen, in ein Hostel. Sie hatte 2 Tage zuvor auf ihren Namen eingescheckt. Der Fall Tanja B. ist ungewöhnlich, weil Frauen deutlich seltener Straftaten begehen als Männer. In Deutschland sind laut polizeilicher Kriminalstatistiken nur knapp 1/4 aller Tatverdächtiger weiblich. Bei Straftaten gegen das Leben, wie etwa Mord oder Totschlag, liegt der Anteil tatverdächtiger Frauen nur noch bei 8%. Meyer ist Tanja nie begegnet. Effinger schon. Er holte sie am Tag nach ihrer Festnahme aus dem Gewahrsam. Schließlich musste sie vernommen werden. Aber wie kann man sich eine Frau vorstellen, die ihren Partner erstochen und anschließend zersägt hat? Tanja war unscheinbar, mittelgroß, blonde Haare, etwas korpulenter. Sie wirkte sehr gefasst und wollte unbedingt ihre Version der Tat erzählen, auch wenn noch niemand danach gefragt hatte. Zu dem, was die Beamten in Steinau vorgefunden hatten, passte die Geschichte, die die junge Frau erzählte, nicht. Auf Martin, das fand die Gerichtsmedizin heraus, wurde 31 Mal eingestochen. Einige Stiche befanden sich im Nacken des Opfers. Warum sollte jemand so oft auf einen anderen einstechen, auch noch von hinten, wenn er sich nur wehren wollte? Tanja konnte diese und andere Fragen nicht plausibel beantworten. Für die Schwurgerichtskammer des Landesgerichts Hanau stand am Anfang 2019 fest, dass Martin ermordet wurde. Tanja soll sich über Gifte und andere heimliche Tötungsmethoden informiert haben, bevor er starb. Und die gerichtsmedizinische Untersuchung seiner Leiche lieferte Indizien dafür, dass der Busfahrer im Schlaf erstochen wurde. Nicht nur ein Tötungsvorsatz, sondern auch das Mordmerkmal der Heimtücke waren gegeben. Tanja wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, auch wenn sie bei ihrer Notwehrthese blieb. Bis heute ist unklar, warum die damals 34-Jährige ihren Partner erstach. Effinger vermutet, eine Trennungsdrohung von Martin könnte dahinter gesteckt haben. Denn Tanja stand wegen einiger Betrugsdelikte und Bewährung. Hätte sich Martin von ihr getrennt, hätte sie ihr Obdach verloren und damit auch gegen ihre Bewährungsauflage verstoßen. Es ist der 1.2.2019, ein Donnerstagnachmittag, als das Urteil voller Spannung erwartet wird. Der vorsitzende Richter der 1. Schwurgerichtskammer nannte schockierende, ja verstörende Details des Tatablaufs. Die Kammer habe einstimmig befunden, dass Mord von Tanja geplant wurde. Eine Schuldunfähigkeit komme nicht in Betracht, trotz diverser Vorerkrankungen. Die Verteidigung kündigte unterdessen im UN-Gespräch an, Revision einlegen zu wollen. Das Gericht sah es laut der Urteilsbegründung eindeutig als erwiesen an, dass die Frau den gewaltsamen Tod ihres Lebensgefährten von langer Hand geplant hat. Nachweislich habe sie diverse Tötungsarten, wie die Gabe von giftigen Substanzen, wie Tollkirsche oder Muskatnuss oder die Erstickung durch Überstülpung einer Plastiktüte akribisch im Internet recherchiert. Damit ist ihr Tötungsvorsatz belegt. Ein weiteres Mordmerkmal war nämlich Heimtücke. Diese war gegeben, da die Frau das arg und wehrlose Opfer im Schlaf mit dem Messer attackiert hatte. In der rund einstündigen Urteilsbegründung führte der Richter aus, dass die Frau zwar sowohl an Borderline und Bulimie leide und in polygamen Verhältnissen lebe, sich daraus aber keine verminderte Schuldfähigkeit ableiten ließe. Und damit sind wir am Ende von den True Crime
der Kettensägenfrau. Ich kann euch da empfehlen, euch mal die Doku auf YouTube anzugucken. Die ist sehr inspirierend. Falls ich nämlich irgendwas vergessen habe oder ihr genaueres noch wissen wollt, dann sind dort noch genauere Details. Ich kann es euch echt empfehlen. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Like und ein Abo dalasst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!